Sehen Sie, wir alle wachsen als Kind mit dem Traum auf, jemand zu sein. Mit dem Traum, Großes zu erreichen. Aber den meisten von uns werden diese Träume langsam aber sicher ausgetrieben. Durch die Härten, die wir erfahren und durch die täglichen Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Und wenn man vom Leben ein paar Mal ins Gesicht geschlagen wurde, dann ist es das Leichteste, aufzugeben. Was die meisten Menschen unglücklicherweise tun. Aber dann gibt es auch ein paar ernsthafte Personen, Menschen, wie Sie es sind, die es wissen wollen. Die wissen wollen, wer diese äußeren Kräfte sind, die uns ins Gesicht schlagen, wenn wir unsere Träume und Ziele verfolgen. Es gibt alle möglichen Dinge, die geschehen könnten. Alles, was vielleicht schief gehen könnte, geht auch schief. Das Wichtigste, was es jedoch an dieser Stelle für Sie zu verstehen gilt, ist, das ist der Punkt, an dem Sie Ihrem Ziel so nahe sind wie nie zuvor. Ich weiß, dass das manchmal schwer zu glauben ist, aber glauben Sie mir, es ist wahr. Wenn Sie diesen Punkt überstehen, haben Sie es geschafft. Ihre Ziele und Träume zu erreichen, mag nicht leicht sein. Aber es ist es allemal wert. Es mag viele Momente geben, in denen Sie einfach alles hinwerfen und aufgeben wollen. Das sind die Momente, in denen Sie weitermachen müssen. Früher oder später wird Murphys Komitee es satt haben, Sie weiterhin zu belästigen. Aber bis dieser Zeitpunkt erreicht ist, sollten Sie besser ein paar gute Gründe haben. Denn wenn Sie kein solches Warum haben, kann ich Ihnen versichern, dass Sie es nicht schaffen werden. Ohne einen guten Grund, warum Sie es schaffen wollen, werden Sie sich nicht von den 97% abheben, die entweder tot oder pleite sind. Sie müssen den vollständigen Preis bezahlen und Sie müssen ihn im Voraus entrichten. Die meisten Menschen wollen die Belohnung, bevor sie den Preis bezahlt haben. Die meisten Menschen wollen die Wärme des Kamins, bevor sie Holz hineingeworfen haben. Denken Sie für einen Moment darüber nach. Wenn Sie zur Bank gehen und sagen würden, ich möchte 100.000 Euro einzahlen, aber bevor ich das tue, möchte ich die Jahreszinsen gerne im Voraus, wird der Bankangestellte vermutlich Ihren Geisteszustand infrage stellen. Vergessen Sie den Gedanken, dass es etwas ohne vorherigen Einsatz gibt. Eine Träne läuft Ihre Wange hinunter, als Sie daran denken, wie es Ihnen früher ging und wo Sie sich jetzt befinden.